Lieber Wassermann, zwischen 1. und 2. September beginnst du den Monat mit einer Opposition zwischen Mars und Neptun. Ein unerwartetes Ereignis kann am Monatsanfang für Ärger, Verwirrung oder Ungewissheit sorgen. Bei Geldsachen sollte man extra vorsichtig im Laufe des Monats sein. Zwischen 3. und 5. hast du Merkur, Trigon, Saturn. Viele vergebene Wassermänner werden unterwegs mit ihrem Lebensgefährten sein. Danach, am 6. September, hast du Venus Trigon Jupiter. Eine positive Veränderung ist im Bereich der Liebe und der zwischenmenschlichen Beziehungen zu erwarten. Wahrscheinlich wirst du die Gelegenheit nutzen, mehr Spaß und Abwechslung zu haben. Am 7. September hast du einen Neumond in Jungfrau. Bis Ende des Monats führen manche Entwicklungen dazu, dass man sich zunehmend mit Finanzthemen auseinandersetzt. Alle finanziellen Verhältnisse, die man mit anderen Menschen führt, werden neu bewertet. Zwischen 8. und 9. September hast du Mond in Waage. Viele werden mit diesem Transit zu einer Veranstaltung gehen oder selber eine organisieren. Themen wie Sport, Reise und Bildung können hervorgehoben sein. Am 10. September ist Venus in Skorpion eingetreten. Bis 7. Oktober können finanzielle Verluste entstehen. Eine Veränderung in Verbindung mit deiner Familie, Heimat oder Wohnsituation kann bis dahin belastend sein. Zwischen 11. und 14. hast du Sonne-Opposition Neptun. Finanziell gesehen solltest du unabhängiger werden, damit du langfristig über die Runden kommen kannst. Die Gesundheit oder die Sicherheit eines geliebten Menschen kann gefährdet sein. Am 15. hast du Mars in Waage eingetreten. Bis 30. Oktober wirst du deine Kommunikationsfähigkeiten stärker im Alltag einsetzen. Viele werden im Laufe des Monats viel Papierkram zu erledigen haben, beziehungsweise besonders viel Büroarbeit erledigen. Zwischen 16. und 17. hast du Venus Quadrat Saturn. In der zwischenmenschlichen Kommunikation können Schwierigkeiten eintreten. Man wird sich selbst unter Druck setzen und fremde Meinungen kritisch hinterfragen. Danach, zwischen 18. und 21. hast du Merkur Trigon Jupiter. Einige Wassermänner sind so beschäftigt mit einem Thema, dass sie den Überblick von einer Situation verlieren. Positiv betrachtet dürfte man ein fröhliches Erlebnis haben. Am 21. hast du einen Vollmond in Fische. Ein neuer Anfang ist in Geldsachen bis Mitte Oktober möglich. Du wirst eine Benachrichtigung erhalten, die dich beunruhigen wird. Zwischen 22. und 23. hast du Venus-Opposition Uranus. Vielleicht solltest du mehr Abstand von einem Menschen haben, der ein hemmungsloses und sprunghaftes Verhalten zeigt. Im Bereich der Familie gibt es viel Neues. Zwischen 24. und 25. hast du Mars, Trigon, Saturn. Die letzte Monatswoche dürfte für die meisten Wassermänner etwas ruhig verlaufen. Am 27. haben wir Merkur rückläufig in Waage. Das bedeutet, bis 3. November können Inhalte, Motive und Menschen aus deiner Vergangenheit wieder auftauchen, damit du mit diesen abschließen kannst. Und dann zum Schluss, zwischen 28. und 29. haben wir Venus Trigon Neptun. Im Bereich der Geschäfte und der Finanzen stellt sich eine positive Konstellation heraus, vor allem wenn man diese Konstellation mit den Konstellationen am Anfang des Monats vergleicht. Du dürftest am Monatsende die Gelegenheit nutzen, dich körperlich und psychisch zu regenerieren. Lieber Wassermann, mit diesen Aussagen bin ich fertig. Ich wünsche dir viel Glück im September 2021. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Beitrag.